Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom American Truck Simulator. Ja, das Ganze wird hauptsächlich vermutlich nur unkommentiertes Gameplay sein, also die zukünftigen Folgen. Als Let's Play ausgestaltet sind oder werden sein hauptsächlich jetzt die erste Folge und ja, zwischendurch ein paar Folgen, wenn es dann mal, ja, ich sag mal, um größere Entscheidungen in diesem Spiel geht. Ja, also ich habe es mir so gedacht, dass ich ja, die meiste Zeit halt einfach nur das Gameplay hochlade, wenn ich einfach irgendwelche Strecken fahre, weil, ja, seien wir mal ganz ehrlich, wenn man da jetzt eine halbe Stunde auf dem Highway unterwegs ist, da kannst du jetzt auch nicht so viel kommentieren. Aber es gibt ja viele Leute, die sowas ja gerne angucken, einfach ein Gameplay davon. Und ja, das möchte ich hier quasi auch ein bisschen mit bedienen. Ja, und ansonsten eben, wie gesagt, jetzt hier die erste Folge ist natürlich auch als Let's Play gestaltet, weil wir hier ein bisschen was einrichten müssen und ansonsten eben auch ja, im Spielverlauf, wenn es eben darum geht, ja, zu expandieren, sage ich mal, ne? Also Garagen oder Standorte halt zu kaufen, Fahrer einzustellen und so weiter. Ja, oder wenn es halt mal ein bisschen einen spannenderen Transport gibt bei all sowas eben. Genau, ja, wir fangen auch komplett von vorne an. Wir machen ein neues Profil. Ich habe ja, mit dem Spiel schon die ein oder andere Stunde verbracht. Hab auf meinem anderen Profil, glaube ich, um die 60.000 Meilen bin ich da schon gefahren. Ja, Euro Truck Simulator habe ich auch sehr, sehr lange gespielt. Ja, das passt, denke ich mal. Also ein bisschen Erfahrung habe ich da schon. Genau, aber fangen wir mal an. Neues Profil, dann nehmen wir einfach den YouTube-Namen. So. Dann brauchen wir ein Bild, quasi das Bild unseres Fahrers. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier alles die Entwickler sind. Ich weiß nicht, ob die es sind, aber irgendwie wäre es gefühlt logisch. Und dann suchen wir uns mal irgendeinen, der aussieht wie. Ach komm, der sieht doch aus, wie man sich so einen LKW-Fahrer irgendwie vorstellt, oder? So, bevorzugtes LKW-Design. Da gefällt mir der hier tatsächlich am besten von. Und das Firmenlogo. Ja, komm, dann nehmen wir den Stern hier. So, Firmenname. GW Logistics Tix Inc. So, passt. Deutsch, jawohl. Erstellen. So. Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. So, und dann schauen wir mal. Jetzt werden wir gleich aussuchen, wo genau in welcher Stadt wir beginnen möchten. Na, ich habe auch schon ein paar DLCs, noch nicht alle, also Montana, Wyoming und Texas fehlt mir noch. Das ja, werde ich mir vermutlich auch noch dazu kaufen mit der Zeit. Aber gut, wo wollen wir denn anfangen? Ah, Albuquerque. Ich bin ja großer Breaking Bad Fan, muss ich sagen, und deswegen ist Albuquerque natürlich schon mein Argument. Was gibt es denn noch so? Colorado. Denver. Ich meine, grundsätzlich ist ja an sich eh egal, weil wir werden uns in den anderen Städten auch noch mit der Zeit dann irgendwann mal, ja, Garagen, sage ich mal, kaufen. Oder ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Na gut, wir nehmen mal Albuquerque. Da wird unser. Möchte das Tutorial durchgehen? Nein. Ja, bitte es auch zu entschuldigen, sollte ich mich ein bisschen krank anhören, weil ja, ich habe mich vorhin positiv auf Corona getestet, sprich, ich werde jetzt erstmal eine Weile zu Hause sitzen. Ja, nach knapp 3 Jahren habe ich es dann auch mal gekriegt. So, wir haben auch direkt unseren ersten Auftrag. Wir transportieren Tiefkühlkost. Von wo bis wo habe ich jetzt gar nicht gesehen. So, willkommen beim American oder im American Truck Simulator. Endlich hast du die Chance auf deinen Traumjob, das Fahren eines LKW. Nein, mein Traumjob ist es jetzt nicht, aber ist schon cool. Deine eigene Transportfirma hat nun ihre Pforten geöffnet. Leider fehlt dir aber das Kapital für einen LKW. Bis auf Weiteres wirst du daher als Angestellter für andere Speditionen arbeiten müssen. Okay. Dein Auftrag ist es, eine Ladung Tiefkühlkost für Val oder Walbert vermutlich sicher zur Entladestelle nach Albuquerque zu bringen. Dein Arbeitgeber hat dich mit einer Zugmaschine ausgestattet und wird sämtliche Spesen tragen. Fahre sorgsam und sei pünktlich. Jawohl. Das machen wir doch direkt. Ah, es ist sogar von Albuquerque nach Albuquerque. Na, das ist ja genau so. Ich glaube auch für 5. Genau, da kann man die Karte noch ein bisschen umstellen. Also es ist wirklich nicht weit. Genau, da kommen wir nach links raus. Das ist auch wirklich so ein, ja, so ein Spiel, das muss man, sage ich mal, aus der,
aus der Cockpit- oder Führerhausperspektive spielen, weil so Third Person, habe ich festgestellt über die letzten Jahre, dass ja, man das Spiel eigentlich so, ja, in Third Person nicht so wirklich gut spielen kann. Also ist meine Meinung. Aber das ist so, genau. Licht müssen wir am besten auch noch anmachen. Ich weiß nicht, ob es für, wenn man kein Tagfahrlicht an hat, ob es da eine Strafe gibt. Es kann sein, da bin ich mir gerade nicht so sicher, aber das wollen wir jetzt auch mal nicht so wirklich riskieren. Na, schaffen wir das noch? Nee, schaffen wir nicht, ohne anzuditschen. Ja, komm. Und weiter geht's. So. Mal nochmal von rechts kommt auf jeden Fall auch kein Zug. Das ist sehr gut. So. Da sind wir auch schon gleich am KMH-Limit. Oder MPH-Limit ist das hier ja. Wir fahren ja Meilen. So. Da fahren wir natürlich auch ganz. Oh. Da haben wir vermutlich. Ah. Haltelinie leicht überfahren. Haltelinienverstoß 70 Euro, ein Punkt. Ah, nicht gut, aber gut. Wer weiß, in Amerika ist vermutlich teurer, oder? Als in Deutschland. Weil Deutschland ist ja tatsächlich im internationalen Vergleich relativ günstig, was Verkehrsverstöße angeht. So, fahren wir zum Olbert. Und da sind wir auch schon. So. Langsam, dass wir auch reinkommen. Jawohl. So. Wo will er es hinhaben? Da will er es hinhaben. Ui, schwierig. Ach komm, nehmen wir lieber das. Das ist, glaube ich, einfacher. Weil, ja, mit Anhänger rückwärts fahren kann ich ehrlich gesagt auch im echten Leben nicht. Und genauso wenig kann ich das hier im Spiel. So, zack, stopp. Bam. Und damit wäre der Auftrag auch wieder ausgeführt. 3 Meilen sind wir gefahren. 376 Dollar und 20 Erfahrungspunkte. Frei wie der Wind. Ja, das wird nicht funktionieren, weil wir keine eigene Zugmaschine haben. So, ach, das ist unser Hauptquartier jetzt. Truck Headquarters. Dies ist deine Firmenzentrale. Ja. Eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immerhin ein Anfang. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest, deshalb kannst du hier auch keine LKWs sehen. Ja, gut erkannt. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück. Jawohl. Und da sind wir dann jetzt hier in der Übersicht. Schauen wir mal, Karriereentwicklung, steht da schon irgendwas Interessantes eigentlich nicht, oder? Nee. Okay. Nee, das wäre es dann eigentlich auch mit der ersten Folge schon gewesen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann, im ersten richtigen Auftrag, sage ich mal, den wir uns frei ausgesucht haben. Wie gesagt, in Zukunft hauptsächlich nur als unkommentiertes Gameplay und zwischendurch eben auch mal als kommentiertes Let's Play. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Ciao.